Ole Schostak ermordet worden. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe, dieses Verbrechen aufzuklären. In den frühen Morgenstunden zum Sonntag sind zwei Ihrer Mitbürger ermordet worden. Es handelt sich um das Ehepaar Schostak, Karl Schostak und Trude Schostak. Bitte helfen Sie uns. Wenn irgendjemand von Ihnen irgendwas aufgefallen ist, möge er sich bitte melden. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe. Heute Sonntag am frühen Morgen sind zwei Ihrer Mitbürger ermordet worden. Falsches Luder. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss rein. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Ich habe meinen Schlüssel grundlegen lassen. Das ist Frau Brandt. Sie hat die beiden gefunden. Ach so. Martin? Ja? Geh doch mal mit Frau Brandt da rein. Bitte, Frau Brandt. Manchmal denke ich, dass Frauen vielleicht doch die besseren Nerven haben. Ich habe mich in all den Jahren nicht an die vielen Toten gewöhnen können. Das da drin, das ist besonders furchtbar. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe. In den frühen Morgenstunden zum Sonntag sind zwei Ihrer Mitbürger ermordet worden. Es handelt sich um das Ehepaar Schostak, Karl Schostak und Trude Schostak. Schauen Sie mal, bitte helfen, so haben die ausgesehen, bevor Ihnen jemand mit einem Beil den Schädel zertrümmert hat. Wenn Sie es möchten, bis vor 10 Jahren waren die beiden Schausteller. Erst mit dem Kettenkarussell und später ist dann noch so eine Schaubude dazugekommen. Hier, hier ist mein Schlüsselbund. Ich habe mich erinnert, dass er mir in der Küche aus der Hand gefallen ist. Schreck. Frau Brandt hat geputzt für die beiden. Ja, ich habe ihnen das Haus sauber gehalten. Ja, das war vor 5 Jahren. Mein Gott, ist das furchtbar. Sagen Sie mal, Frau Brandt, haben die beiden Wertsachen im Haus gehabt oder viel Geld? Nein. Feinde? Haben die Feinde hier in der Siedlung? Nein, nein. Das war keiner aus der Siedlung. Das waren Fremde. Das waren Killer, richtige Mörder. Das war keiner von uns. Brauchen Sie mich noch? Nein, nein, jetzt nicht. Vielleicht später. Darf ich reingehen? Ja, bitte sehr. Vielleicht war es doch einer von ihr. Jedenfalls gekannt haben müssen ihn die beiden Alten. Gekannt und reingelassen. Was? Komm mal mit. Das hat jemand nachträglich reingemacht, die Stemmspur. Das reicht nicht, um die Tür aufzubrechen. Ja, aber es ist nichts durchwühlt, nichts mitgenommen.
Das weiß man noch nicht, ob der oder die was mitgenommen haben. Der Martin soll sich das auch mal anschauen, ja? Ich gehe mal zu den Nachbarn. Schubert heißen die. Ja, ja. Schnodde. Schnodde. Hey, Schnodde. Hörst du mich? Da hörst du mich. Ich habe eben Nachrichten eingeschaltet. Wohnst du in der Wilhelm-Jahn-Straße? Wohnst du doch. Da haben sie zwei alte Leute umgebracht. Wollte ich dir nur sagen. Wenn du durch bist, kannst du ja mal anrufen zu Hause. Ich bin neugierig. Weißt du doch. Der Deutschen Bundesbank aufgenommen. Bundesfinanzminister Lahnstein äußerte, ebenso wie Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff, die Hoffnung, dass sich die Lockerung der Kreditbremse positiv auf die Konjunktur auswirken werde. Großen Kontakt haben wir keinen gehabt. Eigentlich immer weniger, nicht, Elli? Dass heute früh so um vier der Hund gekläfft hat, das war ungewöhnlich. Und dann hat er gar nicht mehr aufgehört. Er denkt sich da schon was. Die Frau Brandt hat sich was gedacht. Wo ist denn der Hund überhaupt? Ich habe gar keinen Hund gesehen. Bei Frau Brandt. Terrier ist das. Widerliches Vieh. Immer kläfft er und immer rennt er am Gartenzaun entlang. Elli. Mein Gott. Ist sowas in unserer Siedlung passiert? Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe. Haben die Schostaks viel Besuch gehabt? Oh, eigentlich gar nicht. Schubert? Naja, die Kinder sind erwachsen und alle nach Australien ausgewandert. Telefon für Sie. Entschuldigung. Sie, was wollte denn der von Ihnen? Bitte. Danke. Köster. Ich habe Ihnen da was zu sagen. Wer spricht denn da bitte? Das tut nichts zur Sache. Sie brauchen da gar nicht lang zu suchen. Gehen Sie mal zu Brandt. Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Anonymes Pack. Morgen sind zwei Ihrer Mitbürger ermordet worden. Es handelt sich um Trude Schostak und Karl Schostak. Können Sie mir was über Brandt sagen? Nein, über Brandt möchten wir nichts sagen. Warum? Ist er vorbestraft? Nein. Lüg nicht, Elli. Wir wissen auch, dass er schwer krank ist. Alle wissen. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. In den frühen Morgenstunden zum Sonntag sind zwei Ihrer Mitbürger ermordet worden. Der Lautsprecherwagen soll jetzt mal aufhören. Um das Ehepaar. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe. Dieses Verbrechen auf. Wir können die Durchsage jetzt einstellen, heute Sonntag. Okay, ja. Sagen Sie, ist Ihnen da neben bei Schostaks in den letzten Tagen was Besonderes aufgefallen? Was Ungewöhnliches? Ja? Gestern war ein Mann da. Gestern Nachmittag, mit so einer Schlägermütze. Ja, mit einer Sportmütze, so einer englischen Sportmütze. Ja, was ist da besonders? Ja, der hatte einen großen Koffer bei sich, aus Metall. Aus Aluminium. Und der Koffer war ziemlich schwer, hatte ganz schön zu schleppen.
Entschuldigung, Moment mal. Gerd? Ja? Ich glaube, wir haben was. Habt ihr bei Schostaks da drüben einen Aluminiumkoffer gesehen? Ziemlich groß. Nein, haben wir nicht. Schickt mal den Martin zu mir, ja. Ich erkläre es dann. Er hat mich so angesehen. Wann war denn das? Na, so am Nachmittag. Zwischen 3 und 4. Wie ist er gekommen? Mit dem Auto? Auto haben wir keins gesehen. Uns fiel nur auf, weil er so schwer zu schleppen hatte. Können Sie ihn wiedererkennen? Ja. Ich glaub schon. Hätten Sie Lust, jetzt ins Präsidium zu fahren? Mit der Straßenbahn? Nein, mit unserem Wagen. Zu unserem Phantombildzeichner. Herr Köster, heute ist Sonntag. Ja, die beiden Morde waren auch am Sonntag. Wenn du sagst, ich habe das angeordnet, wird sich keiner darüber wundern. Ich hole meinen Mantel. Schmuddel, sag mal, wo steckst du denn? Nach meiner Uhr musst du längst zurück sein. Du machst da ja richtig Angst. Oder wenn du wo steckst, kannst du mich ja anrufen. Hier, kannst du doch. Komm, Schnuddel, mach keinen Mist. Du denkst, ich hab das nicht gemerkt heute Nacht. Opa Waldorf merkt alles. 2 Stunden warst du weg. Fast 2 Stunden. Heute früh. Sagt ja keiner, dass das was mit dem Mord zu tun hat in deiner Straße. Also kommst du jetzt? Ich zähle jetzt bis 10. Und dann kommst du. Dass du immer denkst, ich merk nicht. Das ist dein Fehler. Bist du verrückt? Das war doch nur Spaß eben. Dass du weg warst. Wirklich. Hör mit dem Scheiß auf! Das war doch nur Spaß. Wirklich. Leg deine Pistole dahin. Schieb sie hierher. Geh zur Tür. Du kannst dann mir richtig Angst machen. Und jetzt mach die Tür auf. Hat jemand von Ihnen gestern hier einen Mann reingehen sehen mit einem Aluminiumkoffer? Ein Mann mit einem Aluminiumkoffer? Nein? Warum gehen Sie nicht in Ihre Häuser? Hier wird nichts mehr passieren. Herr Köster. Das ist doch wahr. Wir sagen, wir behandeln das vertraulich und die rufen anonym an. Wir sind Ihnen unheimlich. Die haben Angst vor uns. Mordkommission. Wenn ich uns hier so sehen würde, wäre mir auch unheimlich. Das ist der beste Witz, den du je gemacht hast. Moment, danke sehr. Unser Phantomzeichner wird sich besonders bei Ihnen bedanken. Ja, ja. Werner meint, Sie könnten recht haben mit der Stemmspur in der Tür. Ich hab recht, du wirst sehen. Die Brands, die lasst mir mal, die anderen könnt ihr vernehmen, die schweigende Mehrheit, was alles so hier rundherum ist in der Siedlung. Wer wir? Herr Martin und du. Wer wir? FC Bayern?
Darf ich mal reinkommen? Die Augenbrauen. Nicht Albert? Ja, die Augenbrauen. Was ist damit? Ja, die sind so wie... Also die sind so wie... Verstehen Sie? Frau Brandt, kann ich mal da in den Garten gehen hier durch? Danke. Mein Mann. Köster, angenehm. Die sind immer noch so wie früher. Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl? Ich durchsuche ja nichts, ich guck nur mal. Ich komm mal rein. Ist das der Hund von Schostax? Ja. Armer Hund. Wollen Sie sich setzen? Ja, danke. Das ist eine furchtbare Geschichte. Sie brauchen sich nicht anstrengen bei mir, ich bin vorbestraft. Helmut! Ich nehme an, man hat es Ihnen schon erzählt hier in der Siedlung. Ja, ja. Sagen Sie, Frau Brandt, können Sie sich erinnern, wo Sie gestern Nachmittag um 4 Uhr waren? Da war sie hier. Ja. Ja, ja, da war ich hier. Mein Mann, der soll nicht so viel reden. Ich habe nicht veranlasst zu reden. Weswegen ist er denn vorbestraft? 2-mal Bankraub. Das war vor 15 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich ihn kennengelernt. Da hat er im Schlachthof gearbeitet. Und ich war in der Verpackung. Er hat als Schlechter gearbeitet. Akkord. Ja, die Aussätzigen nehmen wir her. Als wenn wir die Pest hätten. Dieses Haus, das haben wir uns selber verdient. Du sollst nicht reden. Wir brauchen viel Geld wegen der Krankheit von meinem Mann. Wenn die Polizei eine Belohnung aussetzt, da können wir es uns ja selber verdienen. Ja? Hörst du jetzt auf? Ja. Ich weiß. Man redet nicht drüber. Ja. 2 gute, alte Menschen sind erschlagen worden. Ne? Ja. Wissen Sie was? Der Vater Schostak ist wegen Hehlerei mehrere Male gesessen. So schaut's aus. Hier ist es nur nicht aufgefallen, weil er sowieso da und weg war. Hörst du jetzt endlich auf? Also der Mann, der kann sich um Kopf und Kragen reden mit seiner Wut. Reden Sie sich nicht auf, Frau Brandt. Ja, Frau Brandt, gestern Nachmittag um 16 Uhr, da ist ein Mann mit einem Aluminiumkoffer zu Schostak gekommen. Das kann nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Da waren Sie doch hier. Oh mein Gott, so genau kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen, aber na, da war kein Mann mit einem Aluminiumkoffer. Ich glaube, ich war da noch drüben, bei den Schostaks. Wovon leben Sie eigentlich, Frau Brandt? Wovon wir leben? Von der Sozialhilfe. Ja. Arbeitslos. Und mein Sohn hilft uns. Mein Sohn aus erster Ehe. Für Sie? Köster? Wo Sie jetzt sind, sind Sie genau richtig. Mit wem spreche ich bitte? Das sind Verbrecher und Sie bleiben auch welche. Auf dem Haus sind nur Schulden. Und nach Amerika wollen Sie alle auswandern.
damit Sie ihn dort in der berühmten Klinik heilen sollen, verstehen Sie? Fragen Sie doch mal, von was Sie das bezahlen wollen. Wiedersehen. Sie wollten nicht sagen, wer sie ist, hä? Nee. Die Prellis auf 14. Ja, dieses Scheißpack. Ich hab's an der Stimme kennt. Prelle, Nummer 14. Ich komm nachher nochmal vorbei. Mein Gott, Schnuddel, was ist denn los? Schnuddel, was ist denn? Bitte hör auf jetzt, Schnuddel. Du warst ja gar nicht weg heute Morgen. Ich hab da nur Spaß gemacht. Komm, wir rauchen jetzt eine und dann ist alles wieder gut. Quatsch. Weiter. Wenn du mir was tust, dann wird man mich doch finden. Im Säurebad findet kein Mensch was von dir. Los, geh weiter. Weiter! Geh nicht weiter. Schnuddel, du denkst, ich will dich erpressen. Ich will dich gar nicht erpressen. Schnuddel, denk doch mal an deine Mutter. Halt die Schnauze. Sie sind Frau Prelle. Sie haben eben mit mir telefoniert. Ich? Nein. Warum können Sie mich nicht angucken? Kann Sie angucken. Dann tun Sie es doch. Ist doch wahr. Sie können ja beim amerikanischen Konsulat nachforschen. Den Antrag auf Auswanderung haben Sie schon gestellt. Ja und? Deswegen verdächtigen Sie die Brand? Warum sagen Sie Ihren Namen nicht am Telefon? Ich muss ihr Leben, Sie nicht. Den Mann, nach dem Sie gefragt haben, der mit dem Koffer, den habe ich auch gesehen. Er war etwa 40, er hat so einen Sportwagen gehabt. Blau-grau. Die Marke weiß ich nicht. Und der Koffer war auf dem Nebensitz, ja. Und ja, um 4 Uhr war es. Weil gleich anschließend habe ich mit meinem Mann Kaffee getrunken. Wir trinken nachmittags um 4 immer Kaffee. Warum haben Sie das vorhin nicht gesagt mit dem Sportwagen? Ich habe Sie was gefragt. Vor den Leuten werde ich doch nicht reden. Das glauben Sie doch wohl nicht. Anonym. Ich bin nicht anonym. Haben Sie keinen Hunger? Nee, mir ist der Appetit vergangen. Ja, wollen Sie bis heute Abend fertig sein? Es gibt so ein schönes jüdisches Lied. Oder es ist ungarisch. Trauriger Sonntag. So ist mir jetzt zumute. Diesmal gehst du ran. Ja, hier, Herr Schostak. Für Sie.
Wer ist denn dran? Trainer. Ja? Ja? Ja, ja. Hör mal zu, Martin. Ohne dass was rauskommt bei den Schuberts und bei unserem Oberkünstler mit seinen Zeichnungen, da brauchst du gar nicht wiederzukommen. Der Mann mit dem Alukoffer wird immer interessanter. Der hat einen blaugrauen Sportwagen gefahren und ist um die 40 rum. Und noch was. Frag mal unseren großen Bruder Computer, was er über die Schostaks weiß und über die Brands. Sind beide vorbestraft. Ja, irgendwas ist da los. Bist du überhaupt noch dran? Also dann mach mal, beeil dich und komm her. Glauben Sie, dass da was schief läuft? Da läuft nichts schief, Gerd. Da läuft nichts schief. War der nicht älter? Nein, der war so um die 40. Nur die Nase war dicker. So wie bei einem Boxer. Elli. An wen erinnert er mich? Der erinnert mich an wen? Einen Moment. Der erinnert mich an jemand. Genau. Das ist er. Ich habe ihn noch nicht gleich wiedererkannt, weil er das letzte Mal, so vielleicht vor 10 Jahren, da war. Früher ist er öfters zu den Schostaks gekommen. Er ist ein Neffe von ihr ist er ein Neffe. Von ihr. Ja, früher hat er so einen Schnauzer gehabt. Und sein Name, Mann, wie ihm, Karl Butnatz. Butnatz hat er geheißen. Und soweit ich mich erinnere, er hat auf der Rennbahn gearbeitet. Damals. Sie wissen, wer das ist. Das sagt Ihnen mein Mann doch die ganze Zeit. Butnatz! Würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Da raus? Ja. Kennst du den? Mensch, das war doch der Mann bei dem Überfall vor 3 Tagen, bei dem Überfall auf den Geldtransport in so einem Hof. Das Bild war in der Zeitung, bei der Firma Bodenthaler. An die 300.000 Mark haben sie geschnappt. Mein Gott, der Koffer. Der hat seine Maske verloren bei dem Überfall, stand in der Zeitung. Und dann hatten sie nur das Phantombild und eine Belohnung ist ausgesetzt. Hey, Sie wollten uns doch mit zurücknehmen. Ja, später. Also das sage ich dir. Wir nehmen ein Taxi, nix Straßenbahn. Das müssen die bezahlen. Genau. Da war ja 11.11. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist ja ein tolles Ding. Also, du lässt sofort die Fahndung verstärken, aber richtig. Nein, das mache ich selber. Übernimmst du die Wohnung? Okay, Ende. Jetzt sag bitte nicht wieder, ihre Nase möchte ich haben, denn das kenne ich schon von dir. Doch, möchte ich aber haben.
Der Mann mit dem Aluminiumkoffer heißt Karl Buttnerz und ist der Mann von dem Überfall bei Bodenthaler, der die Maske verloren hat. Und nun? Und nun? Die Fahndung haben wir verstärkt. Brenner nimmt sich zwei Mann und fährt zur Wohnung. Buttnerz ist ein Neffe von den Schostaks. Und weiter? Und weiter. Ich nehme mir auch zwei Mann und fahre zur Rennbahn. Da arbeitet er nämlich. Ist doch alles ganz einfach. Ja, ja. Das ist alles ganz einfach. Also fahr los, fahr los. Da ist jetzt wieder was. Nein, du bist fabelhaft. Ich bin deprimiert. Wollt ihr Bonbon? Ja. Wo wohnt ihr denn? Da. Ah ja. Hier ist ein Bonbon. Noch ein. Danke. Nein, für mich. Geht rein, es ist kalt. Nein! Also, was ist nun los? Entscheid dich. War ich nur weg heute Nacht? Oder wie hast du gesagt, mehr heute Morgen? War ich nur weg oder nicht? Ich hab dir doch schon gesagt, dass du nicht weg warst. Das war doch nur Spaß, Schnuddel. Na, das auch. Klar. Ich schwöre. Diesmal bist du zu weit gegangen, Schnuddel. Diesmal war es zu weit. Du bist mit deinem Rundgang dran. Wenn ich das nächste Mal deine Mutter sehe, dann werde ich ihr das erzählen. Dann muss sie lachen. Das war nicht zum Lachen. Diesmal war es nicht zum Lachen. Du musst los, Opa. Dir fehlt, dass du nicht im Krieg warst. Darf ich das aufwischen? Macht Ihnen das nichts aus? Doch. Doch, doch, das macht mir schon was aus, wenn ich die beiden gekannt habe. Aber vielleicht bin ich abgestumpft im Schlachthof. Oder was haben Sie gemeint? Sie lassen alles so, wie es ist. Und wenn ich gehe, mache ich ein Siegel an die Tür. Klar? Ich habe vorhin im Garten gearbeitet, deswegen habe ich die Schaufel sauber gemacht. Ich dachte, Sie haben mich nicht gesehen. Weshalb sagen Sie das mit der Schaufel? Weil ich nicht will, dass Sie sich was denken. Ich denke mir aber was. Bei fast allem denke ich mir was. Wissen Sie, was in dem Koffer war? In dem Aluminiumkoffer? Woher soll ich das wissen? Geld war in dem Koffer. Wahrscheinlich viel Geld. Und Sie haben den Koffer nie gesehen, nicht? Denken Sie mal nach. Da brauche ich gar nicht nachdenken. Ich habe den Koffer nicht gesehen. Aber den kennen Sie, was? Sollte ich den kennen? Ja, das sollten Sie. Das ist Karl Buttnerz. Das ist der Neffe von den Schostaks. Wie lange putzen Sie denn schon bei Schostaks?
5 Jahre. Dann sollten Sie ihn kennen. Nein? Nein. Da muss es sein, Gerd. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo wir Karl Buttenarzt finden? Das ist eine gute Frage. Den suchen wir auch. Kriminalpolizei. Karl hat mal wieder zugeschlagen. Was denn diesmal? Also mir hat er gesagt, er spart auf einen eigenen Traber. Er will auch reich werden. So ein Quatsch. Schau mal auf dem Parkplatz nach, ob sein Wagen da ist. Bin schon unterwegs. Der ist da. So ein blau-grauer. Brauchen Sie nicht suchen. Ja, was ist denn jetzt? Wo ist er? Mustafa! Mustafa weiß gar nichts. Na, jedenfalls ist er gekommen wie immer. Und zuletzt habe ich ihn gesehen, da hat er hier Nachrichten gehört. Ganz aufgeregt war er. Und plötzlich ist er rausgelaufen. So vor 10 Minuten. Was, Mustafa? Mustafa weiß gar nichts. Weiß nur Buttenarzt, 2 Autos. Was ist denn los? Ich brauche eine Ringfahndung, aber schnell! Wie war's denn im Präsidium?
Na? Wir haben uns eine Taxiquittung geben lassen, 23 Jahre. Ja, ja, das kriegen Sie wieder. Ihr Herr ist einfach abgehauen plötzlich. Ja. Ja, mein Mann, der will sich ein bisschen hinlegen. Der hat sich so aufgeregt, wegen der Belohnung, wissen Sie. 5.000 Mark ist viel Geld für uns. Ja, ja, 5.000 Mark, das ist viel Geld. Aber Sie sind nicht aufgeregt. Nicht so wie mein Mann. Na, da will ich Ihnen mal was zeigen, wenn Sie so gute Nerven haben. Gehört das Ihnen? Ja, das gehört uns. Wissen Sie, was das für eine Farbe da dran ist? Nein, das weiß ich nicht. Die Farbe ist von der Tür von Schostaks. Ich lasse das noch untersuchen, aber die ist von der Tür. Wollen Sie damit sagen? Eigentlich muss ich überhaupt nichts mehr sagen, wenn ich nicht will. Mein Gott. Sie halten meinen Mann? Ich verstehe das nicht. Würden Sie uns beide für fähig halten, die alten Schostaks zu erschlagen? Mich dürfen Sie sowas nicht fragen, Frau Schubert. Ich habe vor 10 Jahren eine Mutter kennengelernt, die hat ihrem eigenen Sohn die Kehle durchgeschnitten. Verhaften Sie uns jetzt? Nee. Setzen Sie sich doch bitte. Dankeschön. Sagen Sie, Frau Schubert, die Brandt, Sie haben noch einen Sohn. Wo ist denn der? Wo arbeitet der? Ja, den Sohn, den hat sie mitgebracht in die Ehe. Ach, wissen Sie, was mir imponiert an den Brandt? Dass die so zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Na, der Sohn, der ist so, na, vielleicht 30. Eigentlich leben die wie ein Liebespaar. Wer, Mutter und Sohn? Obwohl das ja komisch ist. Ja, wo ist denn der? Wo wohnt denn der? Und da drüben. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wo ist denn der jetzt? Der arbeitet fast jedes Wochenende. Wo? Beim Werkschutz, bei der Firma Bodenthaler. Sagen Sie das nochmal. Bei Bodenthaler. Mein Gott. Bei Bodenthaler. Frau Schubert, wir beide haben vielleicht eben was entdeckt. Sie bleiben jetzt hier. Sie gehen zu Ihrem Mann und Sie sagen niemand etwas. Niemand. Und Sie telefonieren auch nicht, bis ich wiederkomme oder bis einer von uns kommt. Versprechen Sie mir das. Wir haben ihn nicht, den Karl Buttenhardt. Ja, das weiß ich ja. Ja, aber die Fahndung hat hör ihn auch zu, nicht. Hör zu, Gerd. Sind Sie immer noch so deprimiert? Hör doch zu, Gerd. Du kannst das jetzt ernst nehmen oder du kannst das nicht ernst nehmen. Aber ich würde dir raten, das ernst zu nehmen. Ich nehme an, in dem Koffer, in dem Aluminiumkoffer, da ist das Geld von dem Überfall, den der Buttenhardt gemacht hat. Buttenhardt hört Nachrichten, erfährt von dem Tod von den beiden alten Leuten und jetzt weiß er, dass ihn sein Kumpel reingelegt hat. Und wer ist sein Kumpel? Der arbeitet beim Werkschutz, bei der Firma Bodenthaler. Und er hat jetzt gerade Dienst. Und weißt du, wer das ist? Das ist der Sohn von Brandt. Ja, dann aber los. Los. Nimm alle Leute mit zum Bodenthaler, die du kriegen kannst. Will beide, hast du verstanden? Und Sie? Kommen Sie nicht mit? Nee, du machst das schon richtig. Mir ist das viel zu aufregend. Ich kümmere mich hier um den Koffer mit dem Geld. Der muss hier irgendwo sein.
ich schon wieder. Was wollen Sie? Ich will deinem Kumpel den Kopf wegblasen. Wo ist der Schnuddel? Der ist auf seinem Rundgang. Wo ist der jetzt? Am Südtor und von da geht er ins Lager, aber das nutzt ihm nichts. Was nützt nichts was? Weil das ist doch wieder so eine Nummer von ihm. Aber mach keinen Mist. Ich werde ihn warnen. Hier sind 6 Schuss drin. Du wirst doch nicht auf den alten Mann schießen. Das wirst du doch wohl nicht. Ne? Schnuddel ist nämlich mein Freund. Hörst du mich, Schnuddel? Ja, ich habe verstanden. Es sind Schüsse gehört worden auf dem Fabrikgelände. Wir kommen. Bavaria 1111 an alle eingesetzten Fahrzeuge. An alle eingesetzten Fahrzeuge.
endlich auf, mich zu belügen! Sie haben mich die ganze Zeit belogen. Ich habe nicht ein einziges Mal gelogen. Sie wussten von dem Koffer. Und Sie wussten auch, dass in dem Koffer Geld war. 300.000 Mark. Das ist nicht wahr! Ich werde Zeugen dafür finden. Die kann ich in Ruhe abwarten. Ich werde auch Zeugen dafür finden, dass Sie Karl Buttnars gekannt haben. Dann stimmt alles andere auch. Sie verstehen überhaupt nichts. Ich kenne tausend Gründe, warum jemand jemand umbringt. Manche kann ich sogar verstehen, aber den hier nicht. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden mich gleich verstehen. Wissen Sie, wo dieser Mann jetzt ist? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Oh, das wird Sie gleich interessieren. Karl Buttnars ist auf dem Weg zur Firma Bodenthaler, nicht? Die Firma kennen Sie doch. Wissen Sie, was er da will? Der will Ihren Sohn umbringen. Das sollte Sie interessieren. Bitte, bitte, das können Sie nicht zulassen. Der wird einen Grund haben, ihn töten zu wollen. Bitte, bitte tun Sie was. Bitte, das können Sie doch nicht zulassen. Bitte, das... Wir waren es. Wir waren es alle drei. Wir sind mit meinem Schlüssel rein. Wir wollten sie nicht töten. Aber die wollten uns nicht sagen, wo das Geld ist. Und da hat mein Mann einen Anfall bekommen, weil sie uns nicht sagen wollten, wo das Geld ist. Und bitte, 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 bitte tun Sie was, dass er ihn nicht tötet. Buttnars und mein Sohn haben den Überfall auf den Geldtransport gemacht. Die wollten sich das Geld teilen. Bitte, 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 bitte tun Sie was, bitte tun Sie. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Hören Sie, Buttnars, es hat keinen Zweck. Und auch Sie, Brandt, Sie kommen beide hier nicht mehr raus. Schmeißen Sie Ihre Waffen weg. Kommen Sie mit erhobenen Armen aus Ihren Verstecken. Sie haben keine Chance, hier rauszukommen. Achtung, hier spricht die Polizei. Werfen Sie Ihre Waffen weg. Kommen Sie mit erhobenen Armen aus Ihren Verstecken. Sie haben keine Chance, hier rauszukommen. Wir fordern Sie jetzt zum letzten Mal auf. Werfen Sie Ihre Waffen weg und kommen Sie mit erhobenen Armen aus Ihren Verstecken. Hören Sie, Buttnars, es hat keinen Zweck. Und auch Sie, Brandt, Sie kommen beide hier nicht mehr raus. Thank you.
Die beiden winken Ihnen zu. Mir ist nicht nach Winken. Der Arzt meint, dass der Opa vielleicht durchkommt. Wissen Sie, was er zu Brenner gesagt hat? Wer? Ja, der Opa, der Pförtner da von der Fabrik. Nein. Jetzt habe ich den ganzen Krieg überlebt und dann sowas. Das ist ein trauriger Sonntag.